damit den Tagesordnungspunkt 18 auf, Vorplanung Stadtbahn 2020. Hier ist Rederecht für Herrn Professor Becker beantragt. Ich begrüße Sie hier an dieser Stelle. Sie kennen das Verfahren und Sie haben damit das Wort. Bitte sehr. Alle wach? Können wir bitte den Beamer? Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Ehre und die Möglichkeit heute. Ich weiß das zu schätzen und machen Sie sich bitte keinen Stress, wenn Sie mal jemand einladen und der dann an dem Abend nicht zu Wort kommt. Sie sind gewählt und wir können beraten. Das heißt, wenn Sie ab und zu mal jemand nach Hause schicken, ohne dass er hier sprechen durfte, ist das völlig okay. Ich mag heute Abend wirklich auch nur wenige Punkte für diese Situation Stadtbahn sprechen, denn diese Stadtbahnsituation ist was, was die DVB und auch die Stadt dringend braucht. Und ich möchte Sie, Sie werden es am Ende hören, zu einer klaren Entscheidung darüber bewegen. Dazu habe ich 9 Punkte. Der erste ist die Hintergrundsituation. Sie wissen natürlich, dass die Stadtbevölkerung wächst. Unsere motorisierten Individualverkehrsmengen bleiben gleich, aber wir haben das Ganze in dem Kontext, da gibt es Luftreinhalteplanung, da gibt es Lärmaktionsplanung. Sie haben ein Klimaschutzkonzept, wir bewegen uns nicht im luftleeren Raum. Wenn ich jetzt ganz pauschal subsumiere, dann sind wir toll beim ÖV, aber beim Fahrrad haben wir noch ein bisschen was zu tun, auch im Städtevergleich. Wir haben noch nicht wirklich über Nähe nachgedacht, wenn sich mal die Verhältnisse zum Beispiel beim Klimaschutz ändern müssen. Und eigentlich sind auch unsere Unfallzahlen besorgniserregend. Zweiter Punkt, wie sieht jetzt konkret die Situation aus? Naja, wir haben dort eine sehr breite Schneise, wir haben eine weitgehende anbaufreie Strecke. Die Trennwirkung für die Studierenden der TU oder der SLUB ist sehr, sehr groß. Und wir messen auf dieser Strecke, wenn wir was machen, regelmäßig überhöhte Geschwindigkeiten. Es wird keine Überraschung sein, an manchen Tagen haben wir dort dreistellige Geschwindigkeiten. Das ist eine Erschließungsachse für die TU und wir haben gerade dann, wenn eben in den Pausen man von rechts nach links wechselt, große Spitzen. Wir brauchen also Warteflächen zum Beispiel für Fußgänger. Die Regelmaße in der Vorlage, die erarbeitet haben, sind fast alle immer korrekt angesetzt nach den Richtlinien, aber nicht beim Fahrrad und gerade dort haben wir eben Veränderungsbedarf. Wir haben, und das sehen Sie auf meiner Folie oben ein Fragezeichen, die höchsten Fußgängerbelastungen aller Dresdner Straßen, soweit ich weiß. Das kann man nur soweit sagen, weil es keine vollständigen Zählungen von Fußgängern gibt. Die sind bis jetzt immer durchs Raster gefallen. Gerade diese Fußgänger dort benehmen sich aber ganz anders. Sie wissen, Modalsplit Verkehrsmittelwahl sagt, wer fährt womit. Im rechten Balken sehen Sie die ganz typische Dresdner Bevölkerung nach SRV der TU und links die zwei Säulen sind anders, die Studenten auf dem Weg zur Uni in der Mitte oder alle Wege zusammen. Das ist viel grüner und röter und das bedeutet, die fahren viel mehr Bus und Bahn, deswegen dort auch die Stadtbahn und die fahren viel mehr Fahrrad. Diese Fahrradverkehrsstärken, nur um Ihnen ein paar Zahlen zu geben, sind drastisch unterschiedlich. Zusammengestellt habe ich Ihnen oben die Dresdner Dauerzählstellen. Da ist es eben wichtig, wir haben mal 2600 mal 2170 in der Fahrradsaison den ganzen Tag. Und in der unteren Hälfte sind die Radverkehrsstärken auf dem Zellischen Weg vor der S-Lub. Wir haben dort in einer Richtung 4428 und in der Gegenrichtung 4900. Da gibt es immer Änderungen, nicht auf die Goldwaage legen. Aber zusammengenommen ist das fast das Dreifache aller anderen Dauerzählstellen. Und die jetzige Planung sieht vor, dass der Radwegequerschnitt dort verkürzt wird. Also das passt nicht wirklich zusammen. Der schwierige Punkt ist natürlich, ich weiß das, was machen wir denn jetzt mit den Autofahrspuren? Was machen wir mit dem motorisierten Straßenverkehr, mit den Lkw?
Der DTV, durchschnittliche tägliche Verkehr, liegt bei 23, mal auch bei 25 oder 26.000, einen relativ geringen, normalen 5-6% Schwerverkehrsanteil. Das fließt dort, Qualitätsstufe C, nicht zu gut und nicht zu schlecht. Und das ist auch sinnvoll, denn wenn Sie es zu gut machen, kriegen Sie sehr viel induzierten Verkehr. Dann kommen neue Autofahrer nach. Bitte halten Sie sich nicht an Prognosen fest. Sie bestimmen jetzt mit dem Entwurf, was sich dort mal einstellen wird. Wenn Sie etwas attraktiver machen, kriegen Sie dort zusätzliche Nachfrage. Wenn Sie etwas weniger attraktiv machen, überlegen manche, und zwar die, die überlegen können und wollen, na dann fahre ich doch mit der Stadtbahn. Und das würde der DVB helfen. Es ist eine anbauarme Straße, Sie können das einstreifig führen. Der überbreite Fahrstreifen ist zulässig und sinnvoll. Wir haben auch nicht die Notwendigkeit, eine Parallelautobahn kriegen zu müssen. Die Richtlinien sagen ganz eindeutig für die Nestgestaltung, die Autobahnen sind zuverlässig. Wir machen nicht für alles eine Parallelstrecke. Das würden Sie auch nicht für den Radverkehr oder anderes machen. Die schmalen Fahrstreifen funktionieren, denn in diesem Haus wird schon öfters gesagt, für die Kapazität sind nicht die freien Strecken zuständig. Da geht es ausschließlich um die Knoten. Ich habe Ihnen mitgebracht geringere Querschnitte mit höheren Verkehrsbelegungen. Das ist die Kalchallee, die Leipziger Straße an den Haltestellen. Gehen Sie durch die Liste, es geht. Der kritische Punkt für das Tempo der Autofahrer sind die Knoten und nicht die freien Strecken. Das sind die Querschnitte. Wir haben jetzt verschiedene Varianten und ich habe Ihnen die einfach alle mal zusammengestellt. Das Ganze wird dann auch natürlich im Protokoll für Sie verfügbar sein. Rot sind zwei Angaben. Rot sind die Angaben, wo wir definitiv Schwierigkeiten mit den Richtlinien haben. Wir haben dort viel Radverkehr, also ist das Mindestmaß, so steht es drin, größer 2 Meter. Wir haben einen Zweirichtungsweg geplant, der muss 2,50 sein und wir haben Sicherheitsstreifen, wenn die sind, zu den Fußgängern, zur Straße, sie kommen nur auf 5,50 und für die Fußgänger, ich habe es erwähnt, sollten wir im Bestand bleiben. Ich komme zum Ende. Ganz generell. Wissen Sie genau, es geht ums Geld bei den Tagungsordnungspunkten vorher und im Verkehr. Sie werden noch jeden Euro brauchen. Bauen Sie sparsamer. Sie sparen Geld für den Grundausbau, Sie sparen Fläche, Sie sparen Versiegelung. Sie entscheiden indirekt auch mit, wie viel die Dresdner denn für Benzin und Diesel an den Tankstellen ausgeben. Wenn Sie es nicht über Gebühr attraktivieren, helfen Sie den Menschen beim Sparen ihrer Tankstellenrechnung. Und wir haben ein Luftqualitätsproblem, wir haben ein Lärmproblem, wir haben ein Klimaschutzproblem. Wenn Sie alle das zusammenzählen, kann es nicht sein, dass wir mehr Verkehrsleistungen noch attraktivieren wollen. Ich hatte gesagt, bitte den richtlinienkonformen Querschnitt. Für die Fußgänger muss es sicherer werden. Wenn die zweistreifig in rechter und linker Süd- und Nordseite haben, werden wir sehr viel Probleme kriegen mit den verdeckt über die Fahrbahn huschenden Studierenden. Und denken Sie bitte auch an die anderen Ziele. Wir haben soziale Ziele und wir haben eben auch Probleme mit unseren Luftqualitäts- und den Klimakonzepten. Die EU-Kommission sagt uns eindeutig, im Jahr 2015 wollen wir in Europa keine Stadt mehr, in der Benzin- oder Dieselmotoren vertreten sind. Ja, wie würden denn dann die Menschen aktiv sein? Die Stadtbahn ist wichtig, plädiere stark dafür und der überbreite Fahrstreifen ist entscheidend. Ganz zum Schluss, Sie haben hier einen ganz speziellen Sonderfall. Üblicherweise ist in diesem Haus so, Sie können dem einen was Gutes tun und dann müssen Sie es dem anderen wegnehmen. Da in die Schule und dann dort weggehen. Diese Entscheidung sieht aus, als wäre es hier auch so. Na, wir geben die Fläche dem Radfahrer oder dem Autofahrer. Das ist hier nicht so. Dynamisch ist das nicht so. Sie dürfen nicht statisch denken. Denn Sie helfen Autofahrern eigentlich dann am meisten, wenn Sie viele der um den knappen Raum konkurrierenden anderen Autofahrern eine Möglichkeit geben, umzusteigen. Das ist freiwillig. Wenn es für die Umsteiger Vorteile hat, dann steigen die um und nur dann. Ich habe Ihnen das Beispiel gebracht, wir haben in der Prognose 22.000 Fahrzeuge. Die Stadtbahn ist toll, da steigen vielleicht 20% um und 5 aufs Rad, so Sie das erlauben. Dann sind da noch 16.500 Fahrzeuge, deutlich unter vielen anderen Straßen. Und jetzt kommen die Autofahrer schneller ans Ziel. Die kriegen leichter einen Parkplatz, für die ist es bequemer. Sie tun den Autofahrern was Gutes, wenn sie dort die Flächen umwidmen. Bitte fördern Sie das, das hilft dem MIV. Herr Bürgermeister, danke schön. Vielen Dank, Herr Professor Becker. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Beginnt Bündnis 90 Grüne, Herr Lichti.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, natürlich hat Herr Professor Becker die fachlichen Daten viel besser dargestellt, als ich es jemals könnte. Von daher bleiben eigentlich keine Fragen offen. Mir ist aber wichtig, vielleicht noch einmal die Bedeutung dieses Projekts für die Stadt, Herr Professor Becker hat es auch angedeutet, noch einmal hervorzuheben. Es handelt sich hier nicht nur um ein Projekt, das im Jahre 2010 dieses Stadtbahnprojekt überfraktionell von allen Fraktionen dieses Hauses gemeinsam verabschiedet und getragen wurde. Es handelt sich auch um das wichtigste Teilstück dieses Stadtbahnprojektes, weil es geht um nichts weniger darum, als den gesamten Unigelände, den Unicampus, wirklich zu einem Campus, zu einem wirklichen neuen Stadtteil der Wissenschaft, der Kultur, der Forschung und der Lehre zu entwickeln. Und wir haben dort auch noch die Räume, aber wir haben auch noch wirklich zentrale infrastrukturelle Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und diese Stadtbahn auf dem Zellischen Weg zwischen dem Haltepunkt Strehlen und Nürnberger Straße Plauen ist auch für den gesamten Dresdner Süden von zentraler Bedeutung, wie auch für das Unigelände überhaupt. Ich bitte einfach, deswegen habe ich das auch noch mal gern hier ausgeführt, bei dieser Debatte, wie breit soll jetzt der Radweg oder der Miefspur sein, das im Hinterkopf zu behalten. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt diese Vorlage haben. Wir fordern die Stadtverwaltung auf, sie auch schnell voranzutreiben. Ich erinnere daran, dass wir als Gestaltungsmehrheit dafür auch schon Mittel bewusst, auch in der mittelfristigen Finanzplanung mit Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt haben. Es handelt sich also um eines der wichtigsten Projekte dieser Legislaturperiode. Und vielleicht ein paar wenige Worte zu der Streitfrage, wie breit soll denn nun der Autoverkehr sein? Es ist ganz einfach. Ich habe in den Medien manchmal lesen müssen, dass den Autofahrern jetzt nur, wie es dann heißt, eine Fahrspur zur Verfügung gestellt werden würde. Das ist natürlich falsch. Ich weiß, ich kann verstehen, dass in der Eifer des Gefechts auch bei manchen Zeitungen dann der Begriff über dann wegfällt, aber der ist ganz entscheidend. Also wir reden hier letztendlich um einen Unterschied von einem Meter je Richtung. Wir reden von einer überbreiten Fahrspur, die hat 5,50 Meter. Eine Zweispurvariante hätte 6,50 Meter. Also ich bitte Sie doch wirklich, bei allem Streit, lassen Sie doch einfach mal die Kirche im Dorf. Und wie Herr Professor Becker zu Recht ausgeführt hat, was auch durchaus ein Konfliktpunkt zwischen uns und den Interessenvertretern der Radfahrer, also des ADFC ist, wir haben eben die Knotenpunkte, wie beispielsweise am Fritz-Försterplatz, bewusst nicht angefasst. Dort haben wir nämlich diese Aufweitungen, wie sie üblich sind, um eben die Durchlassfähigkeit auch für den motorisierten Individualverkehr zu gewährleisten. Der ADFC hat uns vorgeschlagen, dort am Fritz-Försterplatz ranzugehen, dort Spuren wegzunehmen, zugunsten der Radwege. Das haben wir bewusst in unserem Änderungsantrag so nicht aufgenommen, sondern wir haben den allgemeinen Auftrag erteilt, hier tatsächlich die Rad- und Fußwege zu entflechten, weil die Situation für Radfahrende und Fußgänger am Fritz-Försterplatz ist wirklich schlecht. Sie ist sehr schlecht. Sie ist dringend verbesserungswürdig. Und dort muss die weitere Planung zeigen, wie diesem Bedürfnis Rechnung getragen werden kann. Und da vertraue ich auch ein Stück weit auf die Kreativität unserer Planer, unserer Stadtverwaltung, uns dort eine vernünftige Lösung vorzulegen. Und die werden wir natürlich auch mit allen Interessierten, mit den ADFC, aber auch mit den Vertretern der Autofahrer und mit allen, mit der DVB vor allem, deren Situation ja verbessert werden soll, in aller Ruhe bereden. Meine Damen und Herren, wir machen heute eine Variantenvorentscheidung. Das heißt, wir gehen jetzt in den Planungsprozess konkret hinein. Wir entscheiden noch nicht, was wir dort machen. Aber eins ist sicher, wir als rot-grün-rote Gestaltungsmehrheit wollen den Besonderheiten dieses Ortes wirklich Rechnung tragen. Dort gibt es fulminant mehr Radfahrer, fulminant mehr Fußgänger. Dort gibt es auch deutlich weniger Autofahrer. Und dort brauchen wir dringend eine Stadtbahn. Und ich denke, dass genau diese Anforderungen, diese Parameter von der Vorlage getragen werden. Und deswegen bitte ich hier um eine breite Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Stahlmann-Fischer von der SPD. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, vielleicht auch von mir noch eine politische Einordnung dessen, was Professor Becker gerade dankenswerterweise gesagt hat. Erstmal zentral zur Stadtbahn 2020, zu der wachsenden Bedeutung der Universität und auch der positiven Entwicklung der umliegenden Stadtteile gehört, dass man das ÖPNV-Netz daran anpasst. Aus diesem Grund freuen wir uns, einen weiteren Teilabschnitt des Projektes
auf den Weg bringen zu dürfen. Unser Straßenbahnnetz wird wirtschaftlicher, weil wir es an die geänderte Nachfrage anpassen und die regelmäßig überfüllte Buslinie 61 wird entlastet. In Begleitung dessen möchte die SPD-Fraktion gemeinsam mit Rot-Rot-Grün-Orange die Verkehrssicherheit am Campus erhöhen. Dafür wollen wir den Fahrrad- und Fußgängerverkehr zwischen den Instituten, der SLUB und den Wohnheimen mit über 1000 Plätzen die Flächen über das Mindestmaß hinaus verbreitern und das Konfliktpotenzial am Fritz-Förster-Platz verringern. Johannes Lichti hat es ja gerade eben auch ausgeführt. Damit tragen wir auch den von Professor Becker genannten hohen Anteil an Radfahrern und unter den Studierenden Rechnung. Die Zahl von über 9000 Radfahrern hin und zurück ist tatsächlich auf dem Zellischen Weg beeindruckend. Maßgabe für uns als SPD ist, dass kein Verkehrsträger wesentlich schlechter gestellt wird, die umweltfreundlichen jedoch hingegen etwas besser. In diesem Sinne ist es auch möglich, die Fahrbahnbreiten um einen Meter je Richtung außerhalb der Kreuzung zu reduzieren. Das zeigt die unabhängige Untersuchung in der Verwaltungsvorlage. Dadurch sparen wir Steuergelder in Millionenhöhe und brauchen uns nicht ernsthaft dem Vorwurf einer autofeindlichen Politik auszusetzen. Wo ist eigentlich Herr Zastro? Naja. Die Leistungsfähigkeit der Straße bleibt erhalten. Selbst wenn die Verkehrsbelastung in Zukunft leicht ansteigen sollte, was ja immer sein kann, gibt es keine Hinweise darauf, dass sich daran etwas ändert. Auch weiterhin werden die Autofahrer ganz normal nebeneinander in eine Richtung fahren können. Es wird auch weiterhin möglich sein, dass ein stehender LKW durch einen anderen LKW überholt wird. Entsprechend besteht auch keine Gefahr bezüglich Schleichverkehr, um mal auf die Kritikpunkte an unserer Variante einzugehen. Auch für mögliche Probleme beim jährlichen Grünschnitt der Bäume und seltenen Schwertransporten gibt es Lösungsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, die Argumente liegen auf dem Tisch. Sie können sie selbst gegeneinander abwägen. Wir glauben, mit unserer Lösung fördern wir umweltfreundliche Mobilität, Straßenbahn, Radfahrer, Fußgänger und dies weder auf Kosten der Autofahrer und auch nicht auf Kosten der Steuerzahler. Dankeschön. Vielen Dank. FDP, Freie Bürger, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, die Verkehrslösung für Löbda-Strehlen, das ist eine ganz wichtige für Dresden, das ist eine Ader. Und diese Ader ist aber keinesfalls irgendwie eine Parallelautobahn, das ist schon der erste falsche Begriff bei Herrn Professor Becker gewesen. Diese Verkehrsader, die wird schon so lange geprüft und durchforstet und vor allen Dingen im Zusammenspiel mit den DVB. Das war klasse. Was da jetzt vorgelegt wurde, nämlich vierspurig, war eine Variante, die im Ganzen zu sehen ist. Wir stürzen uns jetzt wieder drauf, wie auf einen Ameisenhaufen, wie die Grünen das machen würden. Nein, da müssen wir drum rumfahren. Dass man den Herrn Becker geholt hat, hier Herrn Professor Becker, Entschuldigung, ist ja nicht schlecht, aber in seinem Vortrag, den er vor dem Bauausschuss gehalten hat, sind noch ein paar andere Folien gewesen. Da war auch das Prinzipielle vorne drauf. Jede Planung ist parteiisch. Sie kann es ja nicht anders sein. Herr Professor Becker, wir wissen, dass Sie immer die Nase rümpfen, wenn Sie ein Auto sehen. Sie sind kein Freund der Autofahrer. Ich muss jetzt aber Herrn Zastro vertreten und mache das mit Freude. Ich möchte wettern gegen diese autofeindliche Politik. Es wird tatsächlich aus diesem guten Plan, der uns vorliegt, der klasse ist und den wir auch schon lange studieren konnten, aus diesem Plan wird jetzt eine rein politische Entscheidung. 2 Meter nur werden also weggenommen. Das heißt also, wir machen die Ader enger und das ist eigentlich beim menschlichen Körper dann fast ein Kollaps, wenn man nicht mehr durchkommt. Und ich als Autofahrer, ich mache nicht das, was Professor Becker prophezeit hat, dass ich mir jetzt einen Parkplatz suche, aussteige und wieder ÖPNV fahre. Ich nehme Schleichwege, weil ich Dresdner bin. Ich kenne mich aus, ich fahre drumherum. Aber gerade bei dieser Straße, die jetzt schon gut funktioniert und die mit der Straßenbahn noch besser funktionieren will, Leute, das müssen wir doch als Dresdner machen. Herr Bergmann damals im Bauausschuss, ich glaube, der hätte das so nicht mitgemacht. Aber jetzt haben wir 2 baupolitische Lehrlinge der SPD im Bauausschuss drin, die Weitsicht für diese 3 Abschnitte leider noch nicht haben. Und sie haben sich auch von den Grünen grün anstreichen lassen. Wir stimmen dem nicht zu. AfD-Fraktion, Herr Urban.
Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die Fraktion der AfD wird den heute vorliegenden Planungsabschnitt der sogenannten Stadtbahn 2020 aus verschiedenen Gründen ablehnen. Worum geht es? Geplant ist, dass die Straßenbahnlinie 7 von der Kesselsdorfer Straße über die neue Nossner Brücke, sofern sie rechtzeitig fertig wird, bis zum Nürnberger Platz fahren soll. Gleichzeitig soll die Linie 9 dann vom Hauptbahnhof über den Nürnberger Platz, den Fritz-Förster-Platz und den Zellischen Weg zum Wasa-Platz fahren. Perspektivisch ist außerdem zusätzlich eine neue Linie 14 von Leutewitz über die TU nach Striesen geplant. Die Straßenbahnen sollen die Busse der Linie 61 entlasten und mit der neuen Linie 14 komplett ersetzen. Diese sogenannte Studentenroute der Linie 61 gehört aber laut DVB mit bis zu 50.000 Fahrgästen am Tag zu den am stärksten genutzten Linien. Selbst der DVB-Verkehrsplaner Andreas Hoppe muss zugeben, ich zitiere, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, Zitat Ende. Wenn das die Maxime ist, mit der die DVB und schlussendlich auch die Stadt plant, dann wird mir bange. Das Teilstück zwischen Nürnberger Straße und Wasa-Platz kostet laut einem Bericht der DNN über 55 Millionen Euro, von denen die Stadt und die DVB allein 22 Millionen Euro tragen müssten. Wo die Stadt angesichts der Haushaltssperre und angesichts der ausufernden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung das Geld für dieses Projekt aufbringen soll, ist nicht geklärt. Für die Fraktion der AfD gibt es also bereits aus haushalterischer Sicht ernste Vorbehalte gegen die vorliegende Planung. Noch kritischer sieht die AfD-Fraktion die aktuell in Diskussion gebrachte Verknappung des Zellischen Weges auf eine Spur pro Autofahrerrichtung. Schon jetzt kommt es in den Hauptstoßzeiten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zur Staubildung auf dem Zellischen Weg. Diese Diskussion passt allerdings in das seit der letzten Stadtratswahl gezeichnete Bild der konsequenten, ideologiegetriebenen Nichtbeachtung der Interessen der Dresdner Autofahrer durch die rot-rot-grüne Stadtratsmehrheit. Ich musste auch bei dieser Planung wieder an die Pläne für die Große Meißner Straße und die Albertstraße denken, zwei andere Hauptverkehrsadern, die zurückgebaut und durch die geplante Sperrung der Augustusbrücke noch zusätzlich belastet werden sollen. Dresden ist eine wachsende Stadt und wird absehbar weiter wachsen. Es werden also in Zukunft mehr und nicht weniger Dresdner Bürger von A nach B fahren, mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad und natürlich auch mit dem Auto, vielleicht verstärkt mit dem Elektroauto. Wir bekommen aber die zunehmenden Verkehrsaufgaben der Stadt nicht gelöst, indem wir uns hier und dort ohne Not selbst künstliche Probleme auf den Hauptverkehrstrassen schaffen. Der Zellische Weg muss zweispurig in jede Richtung für die Stadt erhalten bleiben und darf nicht Opfer einer gefühlsgeleiteten Verkehrsideologie werden. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion, Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei so vielen Vorrednern fällt es einem richtig schwer, auf die ganzen vielen Sachen einzugehen. Und ich möchte mal bei dem Positiven anfangen. Herr Fischer, eine hervorragende Rede. Wir stimmen in jedem Punkt zu. Das ist genau unsere Linie. Und Sie haben Herrn Zastrow wirklich sehr gut vertreten. Jetzt vielleicht mal in Richtung Grüne und SPD und auch Linke. Im Bauausschuss haben wir sehr intensiv über dieses Gesamtvorhaben gesprochen und es gab tatsächlich eine abgestimmte Planung von der Stadtverwaltung, eine entsprechende Vorlage, die alle Aspekte aus unserer Sicht gut berücksichtigte. Und selbst wenn für den Radverkehr vielleicht der eine oder andere Meter noch fehlt, wir reden ja heute hier über eine Vorplanung, dann wird es an der CDU nicht scheitern, im weiteren Planungsverlauf hier und da noch einen Meter auch von Radverkehr dran zu legen. Was Sie jetzt aber hier machen, ist ideologische Verkehrspolitik. Es ist Schönrednerei, auch von Herrn Professor Becker. Tut mir leid, das so zu sagen. Denn es wird genau das passieren, was auch Herr Fischer in seinem Beitrag schon angedeutet hat. Ob die Leute tatsächlich auf die Stadtbahn in dem gewünschten Maß umsteigen, das glaube ich einfach nicht. Sie werden einfach eine andere Strecke wählen, zum Beispiel die Kaspar-David-Friedrich-Straße. Was wir bei dem Thema hier auch beachten müssen, ist,
dass wir hier über eine leistungsfähige Hauptverkehrsstraße reden, die eben auch für Umleitungsfälle benutzt wird. Nicht nur, wenn es auf der Autobahn zu einem Problem kommt, sondern auch innerstädtisch. Es ist Teil der sogenannten Südwestumfahrung, die genau dazu dienen soll, den Verkehr um das Stadtzentrum herumzulenken und das Stadtzentrum vom Verkehr zu entlasten. Wenn wir diese Trasse zu einem Nadelöhr zurückbauen, selbst wenn ihre Lösung der überbreiten Fahrspur 5,50 Meter durchaus es ermöglicht, dass zwei Kfz nebeneinander fahren, gefühlt ist es eben doch nur eine überbreite Spur, die in einem Fall, wenn wir irgendwo ein Problem haben, eben doch diese Leistungsfähigkeit nicht erreicht, die wir mit zwei kompletten Fahrspuren haben. Und der Schwerverkehrsanteil mit 5-6%, ja, das ist nicht furchtbar viel, aber ist auch nicht so wenig. Und das müssen wir bei dieser Entscheidung auch beachten. Am allerschlimmsten ist aber, und das ist das, was viele Dresdner Bürger denken, wir haben beim Zellischen Weg eine Trasse, die die entsprechenden Breiten aufweist. Der Plan ist, dort eine Straßenbahntrasse in die Mitte der Fahrbahn hineinzulegen, dort, wo jetzt der Grünstreifen ist. Und daneben gibt es heute zwei leistungsfähige Kfz-Spuren pro Richtung. Und das soll einfach so bleiben. Und das ist das, was auch, glaube ich, bei den meisten Menschen in der Stadt das größte Verständnis hervorruft. Wenn wir jetzt völlig unnötig diese Trasse verschmalern und zurückbauen, dann würden das die Leute nicht verstehen. Ich glaube, wir sollten hier entsprechend auch in die Zukunft schauen. Im Bauausschuss haben wir gehört von der entsprechenden Verkehrsplanungsabteilung, dass wir in diesem Abschnitt des Dresdner Straßennetzes mit steigenden Verkehrszahlen, mit steigenden Kfz-Verkehrszahlen in den nächsten Jahren rechnen müssen. Und deshalb müssen wir eigentlich eine entsprechende Lösung hier auch vorsehen. Das ist unsere Verantwortung hier als Stadträte, um unsere Stadt zukunftsfähig zu machen. Und in dem Punkt muss ich dann leider auch der AfD widersprechen, die sich ja offenbar gänzlich gegen die Stadtbahn stellt. Und Herr Urban, dieses Zitat von Herrn Hoppe haben Sie, glaube ich, nur zum Teil wiedergegeben, vielleicht auch sogar falsch. Denn ich weiß, dass Herr Hoppe ganz garantiert hinter dieser Stadtbahnplanung steckt und dass er auch diese Lösung für sinnvoll hält. Danke. Dass er diese Lösung auch für sinnvoll hält und dass natürlich diese Stadtbahn genau dazu dienen soll, diese hohen Belegungszahlen auch im ÖPNV aufzunehmen. Und das geht nun mal mit einer Stadtbahn viel besser als mit den Bussen. Dadurch sparen dann die Verkehrsbetriebe auch im operativen Geschäft Geld. Deswegen sind wir ja als CDU auch dafür, das so zu machen, wie es die ursprüngliche Planung vorsah. Und deshalb, liebe Kollegen, stellen wir hier als Antrag, dass wir über die Originalvorlage abstimmen sollen und nicht über das Votum des Bauausschusses, wo unserer Meinung nach eine rückwärtsgewandte und ideologisch vorgeprägte Variante beschlossen wurde, die nicht unsere Zustimmung findet. Stimmen Sie also bitte mit uns für die Originalvorlage, dann ist alles gut und dann haben wir hier auch eine Lösung auf den Weg gebracht, mit der die Stadt weiter in die Zukunft gehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Ich habe jetzt vier Redner noch auf der Tagesordnung. Herrn Krien, Herrn Lichti, Herrn Wörz und Herrn Flemming. Können wir die Rednerliste dann schließen? Gut. Ja, meine Damen und Herren, ich werde mich hier nicht zum Bauexperten aufschwingen. Und ich bringe Ihnen aber etwas, was noch niemand gesagt hat. Scheinbar haben Sie alle nicht ganz genau hineingeschaut in diese Vorlage. Nehmen Sie doch bitte mal die Vorlage vor und schauen Sie auf Seite 3 sich den obersten Absatz an. Und ich vermute mal, dort hat der Herr Bürgermeister uns mal testen wollen, ob wir denn auch die Vorlagen genau lesen. Das machen wir. Seien Sie sicher, Herr Schmidt-Lamontagne, die NPD liest genau, was Sie hier bringen. Und Sie haben hier scheinbar als Prüfaufgabe einen Absatz hineingesetzt, der überhaupt nicht zur gesamten Vorlage gehört. Und ich hätte gerne von Ihnen erklärt, was dieser Absatz, der mit keinem irgendwie anderen Teil der Vorlage in Verbindung steht, was der hier drin soll. Das ist nach meinem Dafürhalten eine Art und Weise, die Stadträte zu veralbern. Und das erinnert mich an Kontrollwahn der Stasi. Danke.
Nächster Redner, Herr Lichti. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Herr Urban hat uns jetzt teilhaben lassen an seinen Lesefrüchten, die er der Dresdner Presse entnommen hat. Und da hat er dann mitgenommen, dass das Ganze 55 Millionen kosten würde. Und dann hat er die Frage angeschlossen, können wir uns das leisten, was wird es dann kosten? Ich möchte Sie eigentlich, also beim Herrn Urban wird es wahrscheinlich nichts bringen, aber Sie darauf hinweisen, Lesen hilft. Auf Seite 17 sind die genauen Kostenaufstellungen aufgeführt. Ich mache es kurz, das musste alles beantragt werden beim Freistaat Sachsen. Der trägt einen Großteil der Kosten zusammen mit dem Bund. Und hinten lesen Sie auf der Seite 18, Eigenmittel der Landeshauptstadt Dresden, 4,0 Millionen Euro. So, und dann sage ich mal, wenn wir hier und heute nicht in der Lage sind, ein dermaßenes Geschenk anzunehmen, also dann kann uns wirklich keiner mehr helfen. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Erster. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, es ist empfohlen worden, hier die Vorlagen gründlich zu lesen. Wenn man sie bis zum Ende liest, dann sieht man auch, dass sie gar nicht von Herrn Schmidt-Lamontaine, sondern noch vom Oktober 2015 stammt, wo noch der Herr Marx im Amt war. Also bis zu Ende lesen, nicht einfach irgendwas rausziehen. Jetzt muss der Herr Lamontaine also auch nicht beantworten, weil er diese Vorlage nicht unterschrieben hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht hier darum, es ist eigentlich schade, dass diese von Herrn Becker so, Herrn Professor Becker auf so hohem Niveau, auch wenn man sagen wissenschaftlichen Niveau, hier mit Fakten angereicherten Beitrag, dass das so polemisch dann weitergegangen ist. Wenn man in der Tat die Vorlage der Verwaltung sich anschaut, ist es nicht die Problematik des Nadelöhrs, die sich darstellt, diese Straße statt zweispurig in einer Richtung einspurig überbreit zu bauen, sondern ist die Frage der Verflechtung an den Kreuzungen, an den Aufspreizungen der Fahrbahn und an den Zusammenführungen der Fahrbahn. Das ist der Nachteil dieser Variante. Das ist leider weder von Herrn Thiele noch von Herrn Fischer hier erkannt und worden und gesagt worden. Und die Fraktion Die Linke hat sich auch das nicht leicht gemacht mit dieser Entscheidung für diese Variante, weil wir natürlich auch nichts bauen wollen, was am Ende nicht funktioniert. Aber es ist so, dass in der Tat die Verkehrsbelegung dieser Straße es hergibt, dort über 5 Millionen Baukosten einzusparen, diese Flächen einzusparen, die nicht versiegelt werden müssten, und natürlich auch zu sehen, dass in Zukunft wir damit rechnen, dass weiter in der Stadt natürlich Auto gefahren wird, dass weiterhin die Bahn eine zunehmende Rolle bekommen wird, dass Radverkehr nachgefragt wird, für den ist in den vergangenen Jahrzehnten viel zu wenig getan worden. Und wir sehen nicht, dass es gegen das Auto geht, sondern die Leistungsfähigkeit der Strecke überbreit, einspurig, wird er selbst in der Vorlage einer noch konservativen Rathausspitze hier bestätigt. Insofern sollten wir das auch so angehen. Ich finde es auch schade, Herr Fischer, dass Sie hier im Prinzip die Stadträte der SPD als junge Lehrlinge, will man sagen, bezeichnet haben. Herr Stahlmann-Fischer ist immerhin studiert Verkehrswesen. Er hat bisher im Bauausschuss auch eine sehr gute Figur abgegeben, hat sehr gute Beiträge geliefert. Und ich kann nur Folgendes sagen, Sie sind ja schon sehr lange im Bauausschuss und aus zwei Lehrlingen können immer noch Meister werden. Ob das aus Ihnen noch wird, weiß ich jetzt nicht. Sie sind schon sehr lange dabei. Herr Fleming. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Als erstes will ich auch noch mal betonen, wie mein Kollege Gunter Thiele, dass natürlich diese Stadtbahntrasse durchaus sinnvoll ist und wir auch dafür sind, dass die gebaut ist. Das ist verkehrspolitisch sehr sinnvoll. Jetzt aber zu den Ausbauvarianten der Fahrspuren. Professor Becker, Sie prognostizieren 22.000 Fahrzeuge auf dem Zellischen Weg. Wir haben im Bauausschuss gelernt, dass der Leiter der Mobilität in Dresden aus der in der Fertigstellung befindlichen Verkehrsprognose 2030
entnimmt, dass auf dem Zellischen Weg 27.000 Fahrzeuge prognostiziert werden, also mehr als heute da drauf sind. Wir bauen also die Fahrspuren zurück bei steigender Verkehrsprognose und das Delta dazwischen, das sind 25%. Das ist in der Wissenschaft doch eine ganze Menge. Und ich persönlich weiß, wem ich dann vertraue, welcher Prognose, nämlich der unserer Stadtverwaltung, weil ich da zumindest sicher sein kann, dass sie nicht ideologisch durchwirkt ist. Zweitens, bewahren Sie mich, auch das an Herrn Professor Becker, vor dieser Art von Fürsorge. Konnte da gerade auf der Folie lesen, dass Sie mir als Autofahrer einen Gefallen tun, dass das gut für mich ist, wenn Sie mich auf ÖPNV, auf Fahrrad und auf das Zu-Fuß-Gehen zwingen. Da rede ich jetzt ganz persönlich, vor dieser Art von Fürsorge bewahren Sie mich bitte. Ne? Also wenn ich mit dem Auto, ich arbeite da oben, wenn ich mit dem Auto fahre, fahre ich eine Viertelstunde. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, fahre ich ein bisschen mehr als 20 Minuten. Mit dem Fahrrad kann ich aber nicht so oft fahren. Wenn ich mit dem ÖPNV fahren muss, dann brauche ich eine Dreiviertelstunde. Das heißt also, mit dieser Art von Fürsorge stehlen Sie mir jeden Tag eine Stunde Lebenszeit. Und ich erinnere mich mit sehr unguten Gefühlen an diese Art von Fürsorge aus der Zeit vor mehr als 25 Jahren, als man defizitäre Zustände mit solchen Argumentationen kaschieren wollte. Und letzter Punkt, und das an die Kollegen von Rot-Grün-Rot. Auch hier haben wir wieder einen einstimmigen Beschluss des Ortsbeirates mit den Ortsbeiräten von SPD, von Grünen und von den Linken, die für den vierspurigen Ausbau votiert haben. Also würde ich Sie gern aufrufen, doch in diesem Falle mal auf den Bürger, auf Ihre Basis zu hören und sich nicht Ideologie leiten zu lassen. Vielen Dank. Die Rednerliste ist damit abgeschlossen, wie wir uns eben vereinbart hatten. Ich habe noch eine Sachfrage von Herrn Schmidt-Lamontaine und trete dann ins Abstimmungsverfahren ein. Ja, Herr Krini, Sie haben eine Frage gestellt zu dem ersten Absatz auf Seite 3, Gender Mainstreaming. Dazu hat nach meinem Wissen der Stadtrat einen Beschluss gefasst, dazu Äußerungen zu bringen, der Begründung. Das war nicht der eigentliche Test. Der eigentliche Test war, die Vorlage ist eingebracht am 6. Oktober, zwei Tage vor meinem Amtsantritt. In Vertretung von Herrn Marx bzw. Herr Hilbert hat Herr Sittel unterschrieben. Sie haben den Test also nicht bestanden. Gut, vielen Dank. Kriegen Sie das gleich nach der Abstimmung in der persönlichen Erklärung hin, weil wir eigentlich gesagt hatten, die Rednerliste zu schließen. Gut, dann haben wir den geschäftsleitenden Antrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung, dass wir zunächst die Originalvorlage abstimmen und nur wenn das nicht durchkommt, dann das Votum des federführenden Ausschusses. Ich muss deswegen zunächst die Frage stellen, wollen wir das zu machen, weil es ja geschäftsleitend ist, der Antrag. Wollen wir zuerst über die Originalvorlage abstimmen? Wenn Sie dem geschäftsleitend zustimmen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 25 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen abgelehnt. Wir stimmen damit über die Vorlage in der Fassung des federführenden Ausschusses Berichte Stadtentwicklung und Bau ab. Wenn Sie dem die Zustimmung erteilen, bitte ich Sie uns Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung?
35 Ja, 27 Nein, bei keiner Enthaltung. Ist damit so bestätigt. Wie vereinbart kommen wir damit zum Tagesordnungspunkt Geschäftsordnung. Erklärung, Herr Urban, bitte. Herr Erster Bürgermeister, ich möchte bitte, dass im Protokoll erscheint, unter Angabe der Uhrzeit, dass ich um 21.23 Uhr darauf hinweise, dass bezüglich des Tagesordnungspunktes Beteiligungsbericht ein rechtswidriger Zustand besteht. Protokollantrag Ende. Es ist also, Sie sind also gehalten, diesen rechtswidrigen Zustand bald weg zu beenden. Das ist, möchte ich als Hinweis so im Protokoll. Danke. Dann würden wir mit der Uhrzeit den Vermerk drin haben, dass Herr Krien das Wort ergreift, obwohl der Sitzungsleiter gerade Herrn Urban das Wort für eine persönliche Erklärung erteilt hat. Herr Urban, bitte. Ja, nochmal zur Richtigstellung. Herr Lichti, lesen hilft, das ist richtig, da stehe ich dazu, aber wenn man eine Debatte führen will, hilft auch zuhören. Und wenn Sie mir zugehört haben, dann haben Sie gehört, dass die Eigenmittel von DVB und Stadt gemeinsam 22 Millionen Euro betragen. Und in der Vorlage steht auch, dass die Aufteilung der Kosten zwischen der DVB und der Landeshauptstadt noch zu klären sind.